oder auch nicht. Ach du Scheiße. Was ist denn hier jetzt kaputt? Moment. Links, rechts, links, rechts, rechts. Das ist die Lösung, okay. Ich möchte mal kurz gucken, ob ich jetzt hier eine Truhe habe. Irgendwo versteckt. Wer weiß, ne? Ganz viele Teufelssaaten. Okay. So, dann mache ich einmal eine Mittelheilung auf ihn. Sie möchte irgendwie nicht heilen. So, geht doch. Heilung kommt durch. Ich würde sagen, wir machen jetzt eben kurz einmal etwas Stärkeres am Zaubern. Weil das bringt gerade hier nichts. So, Taktik, einmal kurz alle auf Befehle befolgen. So, wir kämpfen einmal kurz. So. Jessica macht Zauber. Das war jetzt Wumm. Und hier war einmal. Wo haben wir das denn hier? Saus. Ich hoffe, das reicht jetzt aus, der Wumm. Ja, nicht für alle. Schade. So, wie sieht es damit aus? Reicht immer noch nicht. Interessant. Nee, mach mal, heil mich mal im kurzen Runde. Und jetzt setzen wir einfach mal den Multischuss ein. So. Komm, Multischuss. Hey, du pennst. Ah, sehr schön. Und der Multischuss. Yes! Geil, Omatico! So. Den richtigen Weg war es rechts, links, rechts, rechts, rechts. Also ist ja mit der Karte ziemlich einfach. Ist hier irgendwo noch eine Truhe versteckt? Könnte ja sein. Okay. Megaschwächung. Und Multischuss. Oh, Multiheilung. Sorry. Das war jetzt die falsche. Ich wollte eigentlich Multischuss einsetzen. What the hell? 62. Ist okay. Weck dich ab. Okay. Hat die auf einmal keine
Pupillen haben die Pferde, ne? Ah doch, das sieht man nur so schwach im Weiden. Sogar enthält sein P zurück. Das ist so geil. So, du einmal kurz Mittelheilung auf dich. So. Hüftwackler. Und ich habe gerade nur Multi gelesen. Fähigkeiten. Ach hier. Fähigkeiten, nicht Zauber. Dann kann es ja auch nicht funktionieren, wenn ich das Falsche auswähle. Bounce. Jawoll. Jetzt ist Angelo endlich auch mal mit seinem Bogen nützlich, um ehrlich zu sein. Das muss er bei jedem Kampf einsetzen. Guck jetzt gleich mal, kostet der Multischuss was? Wahrscheinlich, ne? Würde mich wundern, wenn der nichts kosten würde, dann wäre er ja OP. So, weiterhin. Er kostet 4 nur. Okay. Kann ich einfach mit den Cherubi was holen. 4 ist relativ billig, finde ich. Bam, 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 bam. Ah, okay. Er trifft nicht alle, er trifft zufällig welche. Ach man. Wir schaffen es nicht, mit den Hüpfwackler jemanden zu töten. Wäre echt nice. So, MP wieder. Dann Falkenhieb. Schädelmanscher und du setzt mal einen Zauber ein. Knack und Angelo setzt den Cherubim-Pfeil ein. Außer das lohnt sich nicht mehr. Da sind sie schon um, oder ist er schon umgefallen. Ich hab's gewusst, dass da eine Truhe ist. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Dann gehen wir eben kurz hin. Holen uns die Truhe. Hoppla, die Schatzruhe ist ein Imitator. Okay, ich hätte die doch mal da stehen lassen sollen. Na egal. Nein. Wohl. Warum denn nicht? So, dann machen wir den Pfeil. Holen wir uns das mal ein bisschen MP wieder. Cherubim-Pfeil. Ja, perfekt. Ein Multishow schon mal. Ja, 8 Goldmünzen. Bounce. Und jetzt. Bounce. Ich finde die Attacke richtig geil. Ich bin gespannt. Kriegen wir mit dem Schwert auch noch eine richtig krasse krassen Angriff, wo wir alle mal besiegen werden. Was heißt besiegen? Auf jeden Fall alle treffen werden. Das fehlt noch so. Genauso wie bei den Keulen. Da fehlt auch noch der Angriff. Ist da noch was? Da sind wir noch eine Truhe. Auf in den Imitator? Nein. Urne mit heiligen Asche. Das ist doch... Ja... Heiligen Asche, damit können wir definitiv was herstellen. Irgendwas, wenn da steht Rezept heilig. Okay. Sehr nice. So, jetzt geht's hier unten weiter. Oder auch nicht. Ich versuche die erstmal zu verjagen.
Schade. Dann fliehen wir jetzt gleich. Tschüss. Denn ich möchte hier jetzt endlich weitermachen. Okay, die Aura lässt nach. Und es ist immer noch nicht vorbei, oder wie? Wie viel kommt denn noch? Nee, doch nicht. Muss wahrscheinlich irgendwas aktivieren, ne? Da sind Knöpfe. Okay, das ist der rote. Das macht der blaue. Der geht zurück. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was muss ich machen? Muss ich die Strahlen aufeinander lenken? Bleibt mal da stehen. Obwohl, ich kann jetzt erstmal in eine andere Richtung gehen. Okay, dann warten wir mal. Ich frag mal die Flamme, was muss ich hier machen? Hallöchen. Im Inneren liegt der heilige Altar der Dunkelheit, das Podium, das zu Ehren unseres großen Fürsten erbaut wurde. Nur jene dürfen sich dem Fürsten der Finsternis nähern, welch die Flügel Imperias treffen, des verhassten Vogels, der auf der Wand abgebildet ist. Doch, wir Geister haben all unsere physische Substanzen eingebüßt. Ich werde die Dämonenstatue niemals bewegen können. Oh, welche grausame Schicksal. Also, es geht um diesen Vogel. Okay. Ich glaube, ich muss da irgendwie was Spezielles machen. So. Falsche Richtung. So. Ein Stück zurück. Das war zu weit. So. Ich glaube, ich muss da wahrscheinlich irgendwie aufeinandertreffen, oder? Okay, genau so. Irgendwie habe ich gedacht, dass ich irgendwie den Vogel treffen muss. Ich weiß auch nicht warum, aber er sah mir so aus, dass da irgendwie die Strahlen. Kann ich mich hier heilen? Yes, ich kann mich hier heilen. Geil. Das heißt, Duel Makers kommt. Wahrscheinlich. Oder irgendwas anderes, aber ich fliehe. Ich will hier endlich mal den bösen Herrn in den Popo treten.
Here he is. You ain't gonna slip away this time. Put him up, Dolmagas. There's nowhere for you to run now. We've got you cornered. I made a promise to my brother. You'll pay for what you did. So, Dolmagas, jetzt bist du dran. Aber ich denke mir noch nicht, dass es das Ende war. Das wäre ja zu einfach. Well, well. What persistent fools coming after me in here. If I'm not mistaken, you're the very same servants of Trode I had the displeasure of meeting at Myala Abbey. So, you think you can defeat me and lift your master's curse? What admirable loyalty. But alas, I am not receiving visitors at present. I'm healing. This magic is so overwhelming that my body can hardly contain it. Such is its power. A small price to pay for obtaining such unimaginable might. Anyway, you won't be staying long, will you? Such a pity. You won't be able to fulfill your master's wish. But at least you shall fulfill your own destiny. To die at my hand. So, Dolmagas. Dann legen wir mal los. Taktik ist genau das, was ich haben wollte. So, Konzentration. Konzentration und wir fangen an mit Beschleunigung und Megastärkung. Wer weiß, was der drauf hat. Bei diesem Boss vom Kampf werde ich definitiv erstmal. Oh, schön. Werde ich jetzt erstmal eigene Faust übernehmen. Autsch. So, erstmal schneller werden. So, du enthältst MP wieder. Sehr nice. Okay, dann Konzentration und ne, du machst auch mal eine Runde Konzentration noch. Was haben wir hier noch so? Energieschub. Und hier setzt ein Multischuss ein. Der weicht aus, okay. Hat sich verdoppelt. Konzentration. Windsichel. Oh ja, der macht ordentlich Schaden. Tausende Peitschen. Jetzt verstehe ich ja warum. Ey! Nicht ihn. Scheiße. Jetzt weiß ich, warum man hier auch, wie heißt gleich? Multiheilung gut gebrauchen kann. Jessica wird eben kurz den Stab emporheben. Und du setzt trotzdem jetzt einmal die Multiheilung ein. Okay, das hat sogar ausgereicht mit der Multiheilung. Es ist nicht einfach.
211, okay. Dieser Bossfight wird definitiv lange dauern. Wir machen jetzt erstmal A und B weg. So. Düt. Wir machen erstmal so. Alle kriegen Schaden. Multischuss nochmal. Zack. Ja, die ganzen Konzentrationen gingen jetzt daneben. Peitschen wieder. Ich muss trotzdem aufpassen, dass jetzt keiner down geht. Konzentration. Wir greifen erstmal ein an. Und Zauber Multiheilung. Ich weiß ja nicht mal, ob er sich immer wieder klont. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Reicht ja schon, dass wir drei von denen jetzt haben. Aber ich hoffe mal, die teilen sich das Leben, um ehrlich zu sein. Das wäre jetzt echt nice. Ah, schön. Der kann nämlich auch Multiheilung. Zweimal auf ihn. Oh. Er teilt MP zurück. Sehr nice. Dann werden wir jetzt erstmal weiterhin Konzentration machen. Wir machen jetzt nochmal mit Jengos eine Mega-Stärkung. Wumm und eine Vollheilung. Sehr schön, nochmal widerstandsfähiger machen. Trotzdem noch so viel Schaden. Du bist doch eine kleine... Das ist nicht dein Ernst, oder? Dieser Bastard kann Energiewelle. Das ist ja echt nicht zu fassen. Ist die Konzentration dadurch auch weg? Werde ich gleich herausfinden. Und tatsächlich. Die Konzentration wird dadurch auch beeinträchtigt. Das ist natürlich jetzt unschön. Nur ein Luftangriff. Autsch. Der Kampf, der wird so lange dauern jetzt, wenn das so weitergeht. Wir machen ja kaum Schaden. So, weiterhin. Du greifst Lomelgos A an und Jessica. Was machen wir denn hier mit ihr? Da, Energieschub war das auf Angelo. Angelo wird jetzt erstmal eine Multiheilung raushauen.
Es wäre schön, wenn er jetzt endlich mal... Ah, sehr schön. Die Multiheilung raushaut. So. Okay, der erste ist down. Konzentration. Sie enthält MP wieder zurück, das ist gut. Dann Konzentration, Monstermansche auf Dulmegos B. Jessica setzt den Stab ein und du setzt den Multischuss ein. Da, da, der. Bounce, bounce. Okay, der Energieschub hat jetzt nicht so viel geholfen. 50. Wehe, du machst eine Energiewelle. Und trete ich dir sowas in den Arsch. Peitschen ist okay. Peitsch ist okay. Multiheilung ist von mir auch okay. Heil dich mal eben, da ist mir sowas von egal gerade. So. Konzentration. Bitte werde wütend. Da haue ich direkt schon mal einen Energieschub rein. Und wir machen jetzt einen Chirobi-Fall. Schutt, das ist okay. Ja, passt. Und unser Held sollte jetzt langsamer zum Super Saiyan werden. Das wäre jetzt so geil jetzt. So, wir müssen MP klauen. Und... Ah, komm schon. Das ist jetzt nicht fair. Ah, Konzentration. Youngos weiterhin auf B. Und wir werden jetzt hier ein Energieschub auf Youngos setzen. Und weiterhin mit den Pfeil angreifen. Nein! Doch, du bist doch so ein... Ich wollte schon das H-Wort sagen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich glaube es nicht. Darf ich wieder von vorne anfangen mit ihm? Das ist doch unfair mit dieser Energiewelle. Das sollten sie rausnehmen. Die ist einfach zu übermächtig. Okay, wartet. Ja, ich mach gleich eine Multiheilung. Kann ich ihn schwächen? Mal schauen. Ach du Gemüse. Ja, lach du mal. Das ist mir lieber als diese Energiewelle. Ich hatte ihn doch schon fast so weit. So, Dulmegos B ist besiegt. Wehe, du klonst dich wieder. Dann werde ich jetzt nur noch auf ihn draufgehen. Und dann so lohnt sich das tatsächlich nicht. Falscher. Wir werden jetzt Energieschub auf ihn machen. Werden... Scheiße, was habe ich gemacht?
wollte eigentlich zurückgehen, aber habe ich irgendwo Abwehren oder sowas habe ich gemacht, oder? Ne, er konzentriert sich. Ah, ist okay, ist okay. Konzentriere dich einmal eine Runde. Monstermannschaft, Bounce. 138, sehr schön. Komm, Dorono, du schaffst es. Du schaffst es. So, nochmal mit Konzentration. Sehr schön. So, werde jetzt sauer. Mach du deine Multiheilung. Die 81, die hau ich dir sowas von wieder runter. Komm, 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 raste aus. Ah. Das darf nicht wahr sein. Komm schon. Wir werden jetzt Knack machen. Cherubin-Pfeil. Wehe, du machst jetzt irgendwas. Schutt ist es okay. Schutt ist okay. Schutt ist okay. Er weicht sogar noch Schutt aus. Das ist gut. Und jetzt komm. Nein! Fick dich! Du kleiner Bastard! Jetzt muss ich aber wütend werden. Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Es will einfach nicht klappen. Nein, jetzt raste ich. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich keinen Nerv mehr dafür. Jetzt ist es mir auch scheißegal. Jetzt hau ich alles rauf. Nur noch heilen und raufhauen. Das mit Konzentrieren auf 100, das bringt hier bei ihm nichts. Das ist doch so eine Rotze gerade. Ich hätte viel, viel mehr Schaden machen können. Zack, 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 zack. So sieht's nämlich aus. Falkenhieb. Monstermannschau. Das eine Konzentration nehme ich noch. Weil da kann ich ja gar nicht gehen, das ist ja der Kack. Ja, lach du mal. Lach du mal. Du wirst schon sehen, wer zuletzt lacht. Das glaub mir mal, ey. Ich glaub das nicht, ey. So eine Scheiße aber auch. Da will man diese Taktik wieder fahren, dass der 100 Dingens erreicht plus Energieschub. Aber nein, er lässt mich einfach nicht. Und unser Held will einfach nicht ausrasten. Dafür raste ich aber aus. Das sieht okay aus. So, dann machen wir weiterhin das.
Das. Und Multiheilung. Was anderes kann ich gerade nichts machen. Ja, der Kampf dauert wirklich sehr, sehr lange. Und das wird alles in ein Part kommen, weil jetzt so einfach zu cutten ist scheiße. Ja, wird es mal jetzt ein längerer Part geben. Heil du dich mal. Da traue ich dir gleich wieder runter. Schutt, okay. Bounce. Siehst du? Hab ich dir gerade gesagt. Das hau ich dir wieder runter. Okay. Konzentration. 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 Wir machen jetzt eine Runde Konzentration. Mal schauen, was er macht. Eine Energiewelle, aber Youngos hat noch keine Konzentration gemacht. Ha! Zack. Sehr schön. So, wir greifen an. Angreifen. Angreifen. Und Multischuss. Ja, peitsch du mal. Auf ihn ist das okay. Bounce. 70 nur. Hm, 64 ist nicht gerade viel. Down! Arschloch. Ich erreiche Stufe 32. Sehr nice. Schmor. Ja, Schmor, ne Hölle, du Mistvieh.